du mir liebst, hab ich niemals zu träumen gewagt. So wär geworden, Liebe zu geben, verbotene Träume erleben und fragen an den Morgen danach. Hier fehlt alles sein, alles sehen, alle Kinder wach. Na, was meinen Sie, liebe Zuschauer? War es nun der echte oder ist es das Double? Aber am besten, wir fragen ihn selbst. Herr Heidrich, wurden Sie denn schon mal mit dem Herrn Kaiser persönlich verwechselt? Verwechselt vielleicht weniger, aber verglichen. Und man sagt mir immer, wenn man die Augen zumacht, dass es dann die Stimme ist, die sehr, sehr ähnlich ist. Und damit nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von unserer beliebten Sendereihe Menschen, Hobbys, Leidenschaften. Und natürlich auch herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Steffen Heidrich alias Roland Kaiser. Hallo. Hallo. Tja, es ist ja nun so, die Stimme, die Aura, aber wann haben Sie Ihre Chance damals erkannt, wo Sie sagten, Mensch, das könnte doch eigentlich passen, ich könnte der zweite Roland Kaiser sein? Ja, also einen direkten Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht, weil mich oft viele fragen, seit wann ich das mache. Es gibt keinen konkreten Zeitpunkt und wie es oft eben so ist, in dem Metier spielen viele Glückssachen rein. Ne? Also das eine ist, dass ich schon immer singe, zum anderen, dass ich halt eine ordentliche Gesangsausbildung habe und das Wichtigste wahrscheinlich, dass ich in Dresden wohne. Und dann gab es, ich weiß gar nicht mehr genau welches Stadtfest, immer bei den Stadtfesten eine Bühne. Und dort durfte man hochkommen und was singen. Und bis dahin habe ich eigentlich immer alles Mögliche gesungen. Über Udo Jürgens, dann kam langsam eben der Roland Kaiser dazu. Und das war so das Jahr Extreme, also wo dieser Titel dazu kam von Roland Kaiser Extreme. Und der war in dem Moment ja auch sehr beliebt. Und ja, und ich habe den dann in Gleichberechtigung zu den anderen Liedern immer dort gesungen, weil es einfach toll war vor so vielen Leuten. Und da merkte ich, so, wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal, ja, irgendwie funktioniert der Roland Kaiser hier anders. Und so, das ist für mich so ein bisschen der Beginn dessen, dass ich dann irgendwie immer mehr zum Roland Kaiser wurde. Bis dann eben die Leute auf einen zukamen und sagten, hier, du bist doch der, der singt wie Roland Kaiser. Ja, so war es dann. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter zurückspulen, Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben schon vorher gesungen, aber Sie sind ja nun nicht wie bei Deutschland sucht den Superstar zum Singen gekommen, sondern wie fing das damals an? Seit wann haben Sie denn angefangen zu singen? Na, es ist wirklich so, also wenn man früher fragt, so die Schulkameraden von ganz früher, ich habe immer gesungen. Mhm. Na, also ich, der Jüngste sind wir ja nun auch nicht mehr. Und in dem Alter kann man jetzt sagen, sicherlich ist da irgendwo ein gewisses Talent und eine Begabung vorhanden, dass ich ja heute eben immer noch singe. Ne? Und ja, und so sucht man sich natürlich den Weg. Also wenn man gerne singt, will man auch irgendwann auf eine Bühne. Und da kam ich dann eben mit großem Glück in Dresden zu dem Robert Rohn Ensemble. Vielleicht kennt es früher noch, von früher viele noch. Zu DDR-Zeiten sehr guter Name und hatte das große Glück, dass ich dort eine ordentliche Gesangsausbildung bekommen habe. Was erstmal so der Grundstock ist. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich mal zum Roland Kaiser werde. Das hat sich dann eben so ergeben. Also eigentlich denke ich, ist es bei mir umgekehrt. Die Leute haben mich dazu gemacht, weil sie eben immer mehr gesagt haben, Mensch, ja, das klingt doch wirklich wie der Echte. So ist eigentlich die Geschichte. Wie muss man sich das aber vorstellen? Man kennt ja so eine klassische Ausbildung, Gesangsunterricht und so weiter und so fort, Musikschule. War das sowas? Also eine direkte Musikschule war es nicht. Es gab eine sehr gute Tanzgruppe und eine sehr gute Sänger in diesem Ensemble. Und dann wurden Programme zusammengestellt. Und da das ja in der DDR auch sehr gefördert wurde, muss man einfach mal sagen, gab es eben auch eine richtige Gesangspädagogin, die ich grüße, die ist jetzt, wird dieses Jahr 83 und gibt mir immer noch guten Gesangsunterricht. Also die ist eine Konifere auf ihrem Gebiet. Ja, und ihr verdanke ich dann die Stimme, dass die Stimme die Technik hat und dann eben das große Glück, was ich wirklich habe. Ich singe so, wie ich singe und es klingt hoffentlich wie Roland Kaiser.
Normalerweise stellt man sich ja unter einem Double immer das Gesamtbildnis vor. Also das heißt optisch und auch das, was man letztendlich tut. Wobei ja die meisten immer Vollplayback machen. Also das heißt, sie singen nicht live. Beim Herr Heidrich ist es aber anders. Er hat sowohl die optische Ausstrahlung, ist relativ. Wobei das sicherlich eine Sache des Betrachters ist. Also was ich eben oft so als Feedback bekomme, dass die Leute sagen, Mensch, wenn man die Augen zumacht, denkt man wirklich, es ist das Original. Ob ich nun optisch ihm ähnlich bin, darf jeder selbst beurteilen. Da lege ich jetzt auch gar nicht so großen Wert drauf. Auf jeden Fall würde ich behaupten, derselbe Typ. Vom Typ her sind wir uns sicherlich ähnlich. Aber optisch, ja, überlassen wir das einfach den Zuschauern. Ob dort die Ähnlichkeit sehr groß ist, stimmlich. Ich sage immer, die Stimme ist es. Und das ist, bin ich auch dankbar, dass das wirklich so ist. Dass, wenn ich singe, dass es sehr, sehr ähnlich klingt. Wir werden die Gelegenheit noch dazu haben, um das zu beurteilen. Dann schließen Sie einfach mal die Augen, aber ich sage Ihnen rechtzeitig Bescheid, liebe Zuschauer. Aber noch, wenn man das mal so betrachtet, kaiserparty.de. Wollen wir ein bisschen Werbung machen? Danke. Unter dieser Homepage ist er zu finden, der Herr Heidrich. Und Kaiserparty sagt es ja schon. Nun muss man sich das aber folgendermaßen vorstellen. Es gibt kleine und kurze Auftritte oder ein oder zwei Titel. Oder wie sieht das aus? Sind das? Naja, vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Wort. Kaiserparty ist ja eigentlich kein Name für eine Person. Ja, und es ist eben wirklich, weil ich von dort her komme, die Musik mitgemacht, also die Disco, und habe dabei immer ein bisschen gesungen. Und so war eigentlich die Idee, man könnte es ja Kaiserparty nennen, der singende DJ, wenn man es so möchte. Da ist es ja ein bisschen hergekommen und dann hat sich das irgendwie mit dem Singen verselbstständigt und dann zusätzlich eben noch als Roland Kaiser. Das hat sich dann sehr verselbstständigt. Ich lese hier auf meinem Plan, Sie waren im Kulturforum in Frankenberg. Ich glaube, da haben die Zuschauer auch was gesehen. Da war eine MDR-Schlagerparty. Aber hatten Sie selber schon mal die Gelegenheit, Herrn Kaiser persönlich zu treffen? Die Frage aller Fragen? Ja, das fragen sehr viele. Also ich durfte ihn wirklich zweimal schon treffen. Einmal 2009, wo es ihm, muss man einfach sagen, sehr, sehr schlecht ging. Und jetzt vor kurzem, jetzt im November 2011. Und da ging es wahnsinnig gut. Also ich, wenn ich mir den Vergleich so eben erlauben darf. Und es ist ja erstmal nett, dass er mich empfängt. Das finde ich immer schon eine gute Sache. Und was ich auch wirklich ihm abnehme, weil er es bei beiden Treffen gemacht hat, er hat mir eben wirklich immer im Nachhinein dann nochmal wirklich alles Gute gewünscht und viel Erfolg. Und gerade beim ersten Treffen habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Da habe ich natürlich ganz ordentlich nach einer Autogrammkarte gefragt und nach einem Autogramm, was ich natürlich schon längst hatte, aber wenn man einmal daneben sitzt. Und habe es gar nicht weiter beachtet. Ja, und dann kam ich so nach Hause, zeigte zu Hause, Mensch, hier, ich habe ein Autogramm natürlich mitgebracht. Ja, und da stand wirklich drauf, habe ich heute noch, bin ich auch stolz drauf, für Steffen viel Erfolg. Und das, muss ich sagen, finde ich schon vom Original fürs Double, finde ich echt gut. Habe ich mich sehr gefreut. Wobei ja die meisten Stars dann immer ihre Double so ein bisschen kritischer betrachten, oder? Kann man das so sagen? Von der Qualität her? Es waren natürlich immer nur kurze Begegnungen. Also ob er da kritisch ist. Also die erste Frage damals beim ersten Treffen, insofern ist das kritisch, war auch wirklich, ob ich wirklich echt singe. Das sagt viel. Und da konnte ich dann sagen, selbstverständlich. Für mich ist es selbstverständlich. Vom Original mal abgesehen, wissen wir, der Herr Kaiser selber hat viele, viele Fans. Wie ist es beim Herrn Heidrich? Haben Sie auch schon ein paar Fans? Naja, ich kriege ja ein paar ab, sozusagen. Okay. Und ich sage auch wirklich, ich bin nicht mehr und nicht weniger als ein Double. Ich bin sicherlich bei vielen Auftritten eine Art Vertretung. So betrachte ich mich auch. Das Schöne ist eben, es sind ganz starke Lieder, die die Leute mögen. Und woran ich auch glaube, dieser Live-Effekt, dass es wirklich echt ist, das bringt dann nur noch extra mal was rüber, wie man es eben so schön sagt, dass es die Herzen erreicht. Und das ist dann wirklich so. Und da bin ich von mir aus das Medium dafür. Genug der Theorie, liebe Zuschauer. Wir hatten es Ihnen angekündigt. Jetzt ist es soweit. Jetzt gibt es eine Kostprobe und das live. Hören wir mal rein. Thank you.
Café, ward von Musik gerufen. Sie stand am Anfang etwas scheu an dessen Eingangsstufen. Es fasste sie sofort die Hand, die ich schon oftmals fasste, gehörte einem Tänzermann, der keine Frau verpasste. Sie ließe sich so gerne fallen, doch zeigt sie das nicht allen. Sie ließe sich so gern verführen, sie würde gern was ausprobieren. Und im Hotel gleich nebenan, da wartet schon ihr Ehemann. Zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Haben Sie die Augen geschlossen? Und Sie haben es gemerkt, das ist doch wirklich zu verwechselnd ähnlich. Also, Hut ab, Kompliment, Herr Heidrich, muss ich sagen. Ein wahres Kaiserdubel. Wie sieht es denn mit den Auftritten aus? Also, wenn man weiß, man kann sowas auf der Bühne zelebrieren und das wirklich auch live, ist man da immer ausgebucht? Na gut, Auftritte kann man natürlich nie genug haben, aber ich bin zufrieden. Also, das möchte ich an der Stelle sagen. Das ist eben das große Glück, gerade auch in Dresden oder in Sachsen allgemein, es sehr, sehr viele Leute gibt, die diese Lieder mögen. Ich natürlich auch, ist klar. Ja, und da wollen das eben viele gerne mal live hören. Ob es denn wirklich auch so ist, wie ich das da sage, das Wort sagt ja Roland Kaiserdubel. Herr Heidrich, stellen Sie sich folgende Situation vor. Man weiß es nie, ob das irgendwann mal passieren könnte, aber es klingelt bei Ihnen das Telefon. Der Herr Kaiser ist dran und fragt, also Herr Heidrich, ich weiß, Sie können das. Ich kann aus gesundheitstechnischen Gründen nicht. Würden Sie denn einen Auftritt für mich übernehmen? Was würden Sie denn dazu sagen? Wenn er es wirklich möchte, natürlich. Blöde Frage, oder? Eigentlich. Es gibt ja ein paar Berührungspunkte, gibt es ja schon. Viele wissen es vielleicht von Filmnächten. Da ist ja dieses Riesenkonzert. Einmal im Jahr, es ist gigantisch. Vor allen Dingen auch, wie viele zum deutschen Schlager kommen. Wir reden da immerhin von 12.000 Leuten, die da zu dem Konzert. Dieses Jahr sind es ja wieder zwei hintereinander. Und da bin ich ja sozusagen ein bisschen in der Nähe, weil ich bei dieser Aftershow-Party dann auch auftrete. Also ich stehe bereit, sozusagen. Nun muss man sich das ja vorstellen. Ja? Also als Double, das ist die Erwartungshaltung, das hatten wir ja schon mal geklärt. Aber versucht man dann auch über den gewissen Zeitraum, solange man das tut und machen darf, sage ich mal so, auch in diese Rolle des Künstlers, des Originals hineinzuschlüpfen? Oder sagt man für sich persönlich selber, also bis hier und nicht weiter, das bleibe ich und das ist der Künstler? Also ich denke schon, dass ich eine gehörige Portion ich selbst bin. Ich muss auch wirklich sagen, wenn es die Leute auch nicht glauben, aber ich habe mir jetzt also nicht eine DVD genommen und nun stundenlang dazugeguckt, wie er sich bewegt oder so. Es wird aber oft bescheinigt, Mensch, das ist ja wirklich hier auch von der Gestik her. Ich vermute einfach mal, dass je öfter man Roland Kaiser singt, dass man dann irgendwann zum Roland Kaiser wird. Kann sein, ich weiß es nicht. Es gibt ja nun bei uns unsere Studiogäste, man erzählt über Vergangenes, man zählt über die Gegenwart und dann fragt man ja logischerweise auch mal in die Zukunft geblickt. Gibt es vielleicht den einen oder anderen Plan für den Herrn Heidrich? Naja, einen Plan nicht direkt. Ich habe diesen Spruch, ich laufe der ganzen Sache nicht hinterher, sondern ich gehe einfach entgegen. Und ich würde es eher mir einen Wunsch umformulieren wollen, dass ich mir wünsche, dass diese Lieder immer ewig gerne gehört werden. Und davon gehe ich mal aus, denn manche Lieder sind einfach Kult. Die sind Kult, die sind schon sehr, sehr alt und trotzdem, siehe Filmnächte, die jungen Leute von heute mögen die alle und fahren drauf ab. Und das ist das Gute. Und das hoffe ich natürlich, dass das noch lange so geht. Also bei dieser Flut an Titeln, und ich bin mir sicher, es ist wirklich schwer herauszufinden, welcher ist denn nun der Titel aller Titel. Aber Herr Heidrich, haben Sie speziell einen Lieblingstitel, wenn man das so sagen darf? Ja, also es gibt einen Titel, den ich wahnsinnig stark finde,
den wird man wahrscheinlich nie groß singen können, weil er einfach nicht passt vom Thema. Also es ist ein sehr politisches Lied. Wahnsinnig starker Text, wahnsinnig tolle Melodie, die dazu passt. Und zwar, die richtigen Fans werden natürlich kennen, Sarajevo. Das ist für mich so der stärkste Titel. Ja, da kribbelt es mir jedes Mal, wenn ich den höre und natürlich auch mitsinge. Aber es ist halt, ja, vielleicht ein bisschen zu trauriges Thema, weil die Leute wollen natürlich Party. Hm. Und dafür bin ich auch da. Aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, bei einer politischen Veranstaltung mit dieser Botschaft, Sarajevo, es ist ein starkes Lied. Das ist mein absoluter Lieblingshit von Roland Kaiser. Okay, also kann ich bestätigen. Ich kenne zwar jetzt nicht den kompletten Text auswendig, aber ich kann mich daran erinnern. Es ist auch eine sehr interessante Botschaft, die er damit Die immer wieder hat. Aktuell also, ist. Das ist wirklich so. Also, es tut mir leid, aber wenn ich auf die Uhr gucke, unsere Zeit ist schon wieder zu Ende. Herr Kaiser oder lieber Herr Heidrich, wie man es gerne Sie möchte. Wie Sie wollen. Aber es bleibt bei mir an der Stelle jetzt nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich bedanke mich sehr auch. Schön. Dankeschön. Und ja, ganz klar, wir vom gesamten Team des Regionalfernsehens wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sieht man sich ja zu dem einen oder anderen Auftritt bei uns im Sendegebiet mal wieder. Danke. Machen wir.